Willkommen zurück zu Lass spielen, Anstoß 3. Lass uns spielen, Anstoß 3. Auf gut Deutsch. Wir beenden jetzt die Saisonvorbereitung und werden dann den ersten Spieltag in diesem Part sehen. Ich besuche den verletzten Manuel Zeitz, der hat sich das Kreuzband angerissen. Und wir haben jetzt noch ein Testspiel gegen Wiedenbrück. Unser Trainingslager hat begonnen. Ich versuche jetzt mal sowas wie eine erste Elf zu finden. Der Spillner kann wieder... ich weiß nicht... Eigentlich Zeitz wäre eigentlich gesetzt gewesen. Ist es jetzt aber nicht mehr. Dann spielt... Ja, kriegt Caligiuri mal die Chance. Er wurde ja auch aufgewertet. Hofstetter und Knipping sollen die Innenverteidigung bilden. Im Sturm ist ein Sohr die Nummer 1. Hofmann auf der Bank. Ketan Bala, ich hoffe mal, dass der bald offiziell linker Mittelfeldspieler ist. Dann wird er vielleicht auch nicht mehr abgewertet, wenn er ja nicht so viele Tore schießt. Den möchte ich halt gerne lieber als Backup für Yildirim im linken Mittelfeld verwenden. Auf der 10 Jordanov und Spillner, die sich darum streiten. Auf den Außenverteidigerpositionen Ignowski und Koch. Im Tor Daniel Lück. Ja. Gegen Wiedenbrück sind wir auch klarer Favorit. Jetzt wollen wir auch mal wieder ein Testspiel gewinnen. Das habe ich oft gesagt. Aber selten gemacht. Sassi mit dem 1:0 nach einer Viertelstunde nach Vorarbeit von Jordanov. Demme leitet den Ball nach links weiter. Yildirim nimmt den Ball mit. Zieht in die Mitte, nimmt den Ball mit. Der Keeper steht zu weit vor seinem Kasten. Aber der Heber geht übers Tor. Legen wir noch nach. Gelbe Karte für Ignowski in der 40. Minute. Und zur Halbzeit führen wir 1:0. Chancenverhältnis 2:0. Dann wechseln wir nochmal komplett durch. Goldbach kommt rein, Faltin, Hofmann, Ketan Bala, Spillner, Biliskov und Sekiri. Konzentriert weiter, so sage ich den Spielern. Elfmeter in der 47. Minute. Spillner legt sich den Ball genau zurecht, läuft an, knallharter Schuss in die Tormitte. Der Keeper springt in die Ecke und das ist das 2:0. Aber Wiedenbrück in der Offensive. Haidt mit einer Flanke, der Ball landet auf der anderen Seite. Fuchs haut den Ball hinters Tor. Abstoß. Stunde rum, 2:0. Damit können wir leben. Und Michael Goldbach trifft schon wieder, macht das 3:0 nach Vorarbeit von Koch. Und Koch trifft selber nach Vorarbeit von Demme mit dem 4:0. Und das ist ein Ergebnis, mit dem wir sicher sehr zufrieden sein können. Wir gewinnen 4:0. Der Europäische Verband hat die Punktprämien in der Meisterrunde um 20.000 Mark auf 340.000 Mark angehoben. Damit meinen sowohl die Champions League. Damit haben wir nichts zu tun im Moment. Champions League Quali findet jetzt auch statt. Gladbach gewinnt 1:0 gegen Admira Wacker. Ligapokal. Frankfurt schlägt Gladbach. Dortmund verliert im Elfmeterschießen gegen Hoffenheim. Im Halbfinale Eintracht Frankfurt gegen Leverkusen, die deutscher Meister geworden waren. Und Hoffenheim gegen Stuttgart, die Pokalsieger geworden waren. Georg Schumann geht von Mainz nach Bremen. Boris Becker von St. Pauli nach Dortmund. Konstantinos Rugalas vom Hallescher FC nach Everton. Finidi Ziasia von Nürnberg nach Florenz und jemand mit demselben Nachnamen, Petrius Ziasia von St. Pauli nach Wisla Krakau. Sind das real existierende Leute? Ist das Zufall, dass sie denselben Namen haben? Keine Ahnung. Detlef Pohl von Holstein Kiel nach Beşiktaş Istanbul. Und ja. Jemand ist an Hofstetter interessiert, den möchte ich aber nicht abgeben. Wir haben noch ein Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. Ich ändere mal nichts. Die Eingespieltheit soll sich erhöhen. Jordanov gegen Talarski geht an ihm vorbei. Jordanov nimmt den Ball an, weicht nach rechts aus, nimmt den Ball mit. Einer der Gegner kann ihm den Ball abnehmen. Feta flankt den Ball sofort in den Strafraum. Abseits, aber der Linienrichter lässt die Fahne unten. Lamidi nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor an der 5-Meter-Linie an, passt auf Eckstein. Der haut einfach drauf. Unterkante der Latte, der Ball springt auf der Torlinie auf. Koch versucht den Ball wegzuschlagen. Feta hält den Fuß drauf, aber der Schiri hat das gesehen. Kein Tor. 25 Minuten rum, immer noch 0:0. Gelbe Karte für Jan Meyer. Und 0:0 zur Pause, keine einzige wirkliche Torchance, obwohl diese eine Szene ja doch recht gefährlich klang. Wurde hier nicht als Torchance gewertet.
Ich wechsle komplett durch. Goldbach, Sikiri, Spillner, Kitambala, Biliskov, Hofmann und Faltin. Ich sag, ich treibe sie an. Aggressiver. Ihr müsst viel aggressiver spielen. Und da gehen wir dann in Führung in der 56. Minute. Knipping, aber 5 Minuten später Talarski mit dem Ausgleichstreffer. Und er sieht auch die gelbe Karte 3 Minuten später. Dämme, in der 71. Minute dringt er in den Strafraum ein, bringt den Ball an der Strafraumecke unter Kontrolle, wird von Talarski bedrängt, setzt sich durch, passt in den 5-Meter-Raum. Hofmann segelt vorbei und der Keeper pflückt den Ball locker runter. Spillner in der 89. Minute, 19 Meter vor dem Tor, passt in den Strafraum. Koch ist schneller als Jörgs, kommt mit der Fußspitze an den Ball. Und der Ball ist drin. Und dann gewinnen wir auf den letzten Drücker. Wie man gewinnt, ist dann ja egal, solange man gewinnt. Wir gewinnen 2:1. Das war ja sicher nicht so überzeugend. Werder Bremen ist an Hofstetter dran. Der ist 28 Jahre alt, Stärke 8, noch 2 Jahre Vertrag. Werder als ehemaliger Club, als Erstligist, natürlich finanziell besser aufgestellt als wir. Wir haben ihn Ignowski abgekauft. Sie wollen jetzt Hofstetter haben, aber den kann ich nicht abgeben. Der ist Stammspieler. Sie bieten mir allerdings 10 Millionen ist die Ablöseforderung hier. Erdogan Dogan, mittlerweile Manager bei Bremen. 2,06 Millionen ist er wert. Sie bieten 2,7. Ich sag mal, wenn sie mir 4 Millionen bieten, dann sage ich ja, aber vorher nicht. Ich will ihn eigentlich behalten. Da legen sie 150.000 Mark drauf. Und nochmal 150.000 Mark drauf. Und nochmal 50.000 Mark drauf. Und nochmal 150.000 Mark drauf. Und dann brechen sie ab. Und ich behalte ihn, was ja auch schön ist. Er kriegt eine saftige Gehaltserhöhung, die ihn hoffentlich zufriedenstellt. Jawohl, er konzentriert sich voll auf den Verein. Quincy Antipas rückt in die Jugendmannschaft auf. Yildirim hat sich das Kreuzband gerissen. Eieiei. Rafael Šaško rückt in die Jugendmannschaft auf. Die Jugendmannschaft, man merkt, dass ich da verstärkt rein investiere, immer mehr Talente. Gladbach setzt sich in der Champions League Quali durch. Die Champions League Gruppen sehen jetzt so aus: Udinese Calcio in der ersten Gruppe gegen Leverkusen, Real Sociedad und Dnipropetrovsk. In der Eintracht Frankfurt Gruppe haben wir Juventus Turin, Atromitos Athen und Rubin Kazan. Und in der Gladbach Gruppe drei deutsche Champions League Teams. Also in der Gladbach den 4. Platz hat Deutschland scheinbar verloren hier. Gladbach gegen Gent, Chelsea und Kasimpasa. So, jetzt habe ich ein Problem. Yildirim hat sich das Kreuzband gerissen. Eintracht Frankfurt schlägt Leverkusen im Ligapokal. Und Yildirim fällt 16 Spieltage aus. Da werde ich doch noch einen neuen Spieler verpflichten, denke ich mal. Der fällt quasi die komplette Hinrunde aus, oder zumindest die ersten 15 Spieltage. Er wird erst wieder fit sein gegen Greuther Fürth. Und Greuther Fürth, das ist der 17. Spieltag. Da baue ich dann einen neuen Spieler. Kitambala startet jetzt erstmal. Ich will ihn ja zum linken Mittelfeldspieler machen. Aber da brauche ich auf jeden Fall noch. Yildirim ist der einzige richtige linke Mittelfeldspieler, den ich im Kader habe. Da werde ich dann noch aktiv auf dem Transfermarkt. In solchen Situationen muss man dann doch noch reagieren. Hessen-Kassel, Marz mit der Führung nach Vorarbeit von Dämme aus Versehen. Michael Heinloth spielt bei Hessen-Kassel, sehe ich. Der spielt den echt bei Paderborn im Moment. Wenn das der ist und nicht einfach irgendein Jugendspieler, der denselben Namen bekommen hat. Eckball für Kassel von der rechten Seite. Riske, Knipping, klärt. Wir sollten doch jetzt auch mal Testspiele überzeugend wieder gewinnen. Das letzte Spiel haben wir ja gewonnen, aber das war ja auch eher knapp. Kurz vor Schluss. Jetzt liegen wir hinten. Koch mit der Ecke. Der Ball senkt sich auf die lange Ecke, aber Batz packt sicher zu. Der Keeper. 1:0 zur Halbzeit für Hessen-Kassel. Ich wechsle komplett durch. Mal wieder. Wie auch sonst. Und treibe die Spieler an. Ich will, dass ihr denen zeigt, was Sache ist. Ist das klar? Ist das klar? Stunde rum, wir liegen hinten, aber dann macht Spillner den Ausgleichstreffer nach Vorarbeit von Dämme. Dämme also die Vorlagengeber auf beiden Seiten hier.
Spillner schießt und dem Keeper rutscht der Ball durch die Hosenträger, aber er bekommt ihn noch vor der Linie zu fassen. Kein Tor, kein Tor. Bender, ist das der richtige Lars Bender oder auch nur ein Jugendspieler, der denselben Namen bekommen hat? Das weiß ich jetzt nicht, werde ich jetzt auch nicht extra nachschauen. Schauerte haut den Ball in Seiten aus. Gelbe Karte für Lambropoulos. Gelbe Karte für Marz. Und das Spiel endet 1:1. Stuttgart schlägt Hoffenheim. Im Endspiel spielt Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Steffen Memela geht von Hoffenheim nach Man United. Alexander Riemann von Schalke nach Leverkusen. Tobias Wagner von Kaiserslautern nach Gladbach. Fabian Baumgärtel von 1860 nach Holstein Kiel. William Fanadou von Freiburg nach Lyon. Horst Hollen von Stuttgart nach Red Bull Salzburg. Der gute Horst, mit dem habe ich lange zusammengearbeitet. Ein weiterer Stuttgarter verlässt die Mannschaft. Damien Rosbach von Greuther Fürth nach Olomouc. Selim Gündüz von Hannover nach Schachtja Donetsk. Dennis Dogan von Schalke nach Nürnberg. Für uns stehen keine Verhandlungen an. Allerdings, der erste Spieltag steht vor der Tür. Ein Testspiel habe ich zum Glück nicht mehr. Aber ich brauche einen neuen linken Mittelfeldspieler nach der Verletzung von Yildirim, den ich erstmal besuchen muss. Ja, oder leihe ich mir jetzt nur einen aus? Linkes Mittelfeld, da ist hier überhaupt nichts geboten. Mehr oder weniger, nur einer mit Stärke 2. Ich schaue mal beim VfB Stuttgart rein. Da ist ein linker Mittelfeldspieler, den ich nicht kenne. Ich könnte Armin Younes verpflichten, der kann auf, der linken Position, aber der wäre auch sehr teuer. Und noch, unser Vereinsvermögen beträgt noch 16 Millionen. Da will ich jetzt nicht so viel ausgeben. Ich suche mal einen linken Mittelfeldspieler mit Stärke 7. Irgendeinem Talent, egal wie alt. Ja, nicht ganz egal, er sollte in seinen 20er Jahren sein. Da haben wir jetzt viel Auswahl. 23-jähriger Kajaschke oder von Dortmund 2. Oder Jochen Fröhlich, mittleres Talent. Ja, ist beidfüßig, hat viele andere Positionen, kann gut flanken. Frage ich doch mal bei dem an. Von Dortmund 2. Der Name bringt da ja auch Stimmung in die Mannschaft. Yildirim freut sich über den Besuch. Und der Herr Fröhlich, auch Dortmund bietet aber ein Handgeld, was sich gewaschen hat. Da kann ich nicht mitgehen. Biete ihm aber ein wesentlich besseres Grundgehalt. Wenn er klug wäre, wird er natürlich, wenn er aufs Geld aus ist, dann ist das Angebot von Dortmund natürlich besser. Aber bietet den Vertrag für 3 Jahre plus Option. Und er würde trotzdem gerne wechseln. Er möchte also spielen und seinen eigenen Marktwert erhöhen. Die Sponsoren wünschen uns alles Gute. Hoffen auf eine gute Saison. Der Tag der offenen Tür war erfolgreich. Es kamen sehr viele Fans. Ligapokal. Eintracht Frankfurt schlägt Stuttgart im Finale. Und wir spielen am ersten Spieltag auswärts in Freiburg. Wollen die natürlich die ersten Punkte holen. Freiburg ist natürlich direkt ein starker Gegner. Freiburg in der Stärketabelle auf Platz 3. Wir sind auf Platz 1. Doch 3 Punkte vom HSV. Tja, gucken, wo Stuttgart in Liga 1 noch steht. Da denke ich natürlich auch noch oft dran. Stuttgart immer noch auf 2 hinter Bayern. Werder nur noch auf 13. So. Zeitz und Yildirim fallen aus. Ndoye sitzt als einziger auf der Tribüne als Keeper. Ansonsten starte ich hier mal mit der Formation, die zuletzt begonnen hat. Aber hier, obwohl ich die stärkste Mannschaft der Liga sein soll, ist Freiburg überlegen. 7 Punkte circa. Obwohl die hier eine absurde Aufstellung haben mit dem linken Verteidiger im Sturm. Der Computer bastelt hier oft komische Aufstellungen. Tja, letztes Jahr gab es das Spiel nicht. Freiburg abgestiegen, vor ein paar Jahren noch deutscher Meister gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Nee, oder zumindest, die haben zumindest sehr oft eine gute Rolle gespielt. Ob sie jetzt Meister waren, weiß ich gerade gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall sind sie jetzt nach einigen fetten Jahren in Anführungsstrichen abgestiegen. Und also heute brauche ich Männer, keine Typen, die durch Rumrotzen und feiges Sackhalten beim Freistoß auffallen. Einige Spieler können sich das Lachen nicht verkneifen. 9.500 Zuschauer, ich hatte gar keine Karten zur Verfügung gestellt, 500 Gästefans, Herbert Grönemeyer tippt 3:2 für Freiburg, wir wollen jetzt zumindest punkten und gut in die Saison starten. Nach einer Viertelstunde, Jordanov gegen Hafner, zieht nach links,
Jordanov gegen Hafner. Doppelpass mit Keita Mbala. Schön gemacht. Dringt in den Strafraum ein. Aber ist zu egoistisch und verheddert sich. 20 Minuten rum. 0:0. Arne Hafner sieht die erste gelbe Karte des Spiels. Halbe Stunde rum. Immer noch 0:0. Hughes mit einer scharfen Flanke in den Strafraum. Der Ball landet im Seitenaus. Halbzeit 0:0, 3:0 Chancenverhältnis für uns. Also wir sind dominant, in Anführungsstrichen. Wir haben zumindest Chancen. Ich sag konzentriert weiter so. Dieses Spiel können wir gewinnen. Mit einem Punkt wäre man natürlich auch nicht unzufrieden. Nach einer Stunde wechsle ich jetzt mal. Es hat sich nichts geändert. Keine weitere Torchance dazugekommen. Philipp Hofmann kommt mal für einen Sor. Ich sag mal, ich musste was ändern. Eigentlich musste ich nichts ändern, aber sage ich taktische Gründe, ist ja auch zutreffend. Immer noch 0:0 in der 78. Minute, wechsle ich dann nochmal. 0:4 das Chancenverhältnis für uns. Sikiri kommt für Sassi, er hat ja durchaus gut gespielt in den Testspielen. Und in der 84. Minute kommt dann noch Spillner für Jordanov. Und in der 88. Minute Sikiri zieht scharf vor dem Strafraum nach innen. Spillner stoppt den Ball, legt nach links quer. Keita Mbala stoppt den Ball. Wir haben die Chance, das Spiel hier noch gewinnen. Spillner holt aus, lässt sich den Ball von Hafner wegspitzeln. Und in der 90. Minute nochmal Sikiri geht an Hafner vorbei. Hat freie Schussbahn, satter Distanzschuss Richtung Eckfahne. Das Spiel endet 0:0. Da war mehr drin. Chancenverhältnis 0:6 für uns. Aber das Spiel endet 0:0. Marco Caligiuri, der Mann des Spiels, das freut einen ja zumindest. Spielbewertung Note 5, schwach. Wir starten auf Platz 11 in die Saison. Der Aufsteiger aus Sandhausen übernimmt die Tabellenspitze. Freiburg spielt 0:0 gegen Paderborn. Greuther Fürth verliert 1:4 gegen Sandhausen. Köln spielt 3:3 gegen Offenbach. Erzgebirge Aue spielt 0:0 gegen Holstein Kiel. RWO spielt 0:3 gegen Arminia Bielefeld. Jahn Regensburg verliert 1:2 gegen Dynamo Dresden. Der Hamburger SV gewinnt 3:1 gegen Hallischer FC. Energie Cottbus spielt 2:2 gegen Eintracht Braunschweig. Und Fortuna Köln verliert 0:2 gegen FC Augsburg. In der Elf des Tages Julian Koch von meiner Mannschaft. In den Torschützen- und Scorerlisten natürlich niemand bei dem Ergebnis. Andreas Peters geht von Köln nach Chelsea. Tim Wohlfahrt von Mainz nach Bremen. Frank Asthorn von Eintracht Frankfurt nach Schalke, Julian Wiesmeier von Jahn Regensburg nach Leverkusen, Sokratis von Bremen nach Wolfsburg, ja, das war's. Wir verhandeln mit dem Herrn Fröhlich und im nächsten Part seht ihr drei weitere Spiele und Vertragsverhandlungen. Wir spielen gegen Cottbus, gegen Germania Windeck und gegen Jahn Regensburg, also einmal Pokal gegen die Amateurmannschaft, wo ein Sieg Pflicht ist, hoch 100. Und zwei Ligaspiele, Cottbus und Regensburg sind, ja, Regensburg ist mit einer Niederlage in die Saison gestartet und Cottbus mit dem Unentschieden. Da sind Punkte sicher machbar. Ich sag tschüss, bis dann. Ciao.